Ja, der zweite Lockdown, der steht vor der Tür und es wird sich auch etwas ändern bei den Schulen, aber nicht mehr so wie im Frühjahr, denn die Pflichtschulen, die bleiben auch tatsächlich geöffnet. Das sagt auch der Bildungsminister Heinz Fassmann. Es ist aber so, dass natürlich die Schulveranstaltungen wird es jetzt nicht mehr geben. Man möchte auch die Neuinfektionen und das alles absolut nicht provozieren. Also sprich, man wird zwar einen normalen Unterricht machen können, aber nicht mehr so ausreichend, wie wir es normal gewöhnt sind. Dann auch schulexterne Personen dürften auch nicht mehr das Schulgebäude betreten, außer es ist wirklich für den Betrieb notwendig, dann schon, aber ansonsten sind schulexterne Personen auch nicht mehr erlaubt. Die Lehrerkonferenzen, auch die finden nur mehr online statt und auch die Anordnung von Tragen zu Masken ist auch jetzt nur mehr für die Kinder zwar nicht wirklich hilfreich, auch da sagt der Bildungsminister Heinz Fassmann, dass man den kleinen Kindern das nicht wirklich zutrauen möchte, sondern eher zutrauen zwischen 14 und 19. Die können da auch leichter damit umgehen, die kleineren Kinder, das ist nicht wirklich zumutbar. Aber auch da, das kommt auf die Situation drauf an. Distance Learning kann auch sein in den Pflichtschulen, aber auch nur dann, wenn es eben positive Covid-19-Fälle geben wird und dann auch nur für ein oder mehrere Tage. Man muss jetzt auch die Situation beobachten, man muss das Ganze jetzt auch in den nächsten Tagen und auch Wochen sehen, wie das alles auch funktioniert. Und auch hier bei dem Bildungsministerium sagt man, die Schule an sich ist jetzt keine Ansteckungsgefahr, also eher im Freizeitbereich. Also man ist da komplett auch gesichert. Was aber dann die Oberstufen betrifft, auch da gibt es wieder Distance Learning, aber jeder Schüler und Schülerinnen haben jetzt auch die Möglichkeit, am Dienstag nochmal zurückgehen zur Klasse, das Lernmaterial auch zu holen und auch mit dem Klassenvorstand natürlich nochmal zu besprechen, wie das jetzt alles funktioniert, wie es auch jetzt weitergehen wird. Auch der Stundenplan gibt auch im Distance Learning natürlich Struktur für Lern- und Erholungsphasen und auch Schularbeiten dürfen in den ersten zwei Novemberwochen noch stattfinden, wenn man eben auch den Schulstoff schon im Oktober bekommen hat. Also die können noch stattfinden ab den zweiten, also sprich in der dritten und vierten Novemberwoche. Die müssten dann verlegt werden zum Dezember. Also da muss dann auch eine Regelung geben, was die Schularbeiten betrifft. Aber auch da kann man das natürlich wieder mit den einzelnen Lehrern besprechen. Die Werkstätten, also alle fachpraktischen Unterrichtsgruppen können stattfinden, aber in kleinen Gruppen. Auch da wird man dann mit den Schülern bzw. auch mit den Lehrern eine Lösung finden müssen in den nächsten Wochen. Aber ansonsten heißt es Distance Learning auch für die Berufsschulen bzw. auch für die Universitäten. Da ist es am besten von zu Hause aus lernen. Und man möchte einfach jetzt auch schauen bzw. in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen die ganzen Zahlen auch beobachten und auch der Bildungsminister Heinz Fassmann sagt, man hofft, dass es dann tatsächlich ab 1. Dezember, also ab oder nach dem zweiten Lockdown wieder bergauf geht und dass man dann wieder zurückkommt oder zurückkehrt in eine normalere bzw. einen normaleren Schulbetrieb und natürlich, dass die Zahlen durch diesen zweiten Lockdown dann weiter sinken.